Vers 2 in Klammer, der spirituelle Ort der transzendentalen Spiele Krishnas wird im zweiten Vers beschrieben. Das als Gokula bekannte, höchst vortreffliche Reich Krishnas hat tausende von Blütenblättern und eine Blütenkrone wie die eines Lotus, hervorgewachsen aus einem Teil von Krishnas Aspekt der Unbegrenztheit, wobei der Blütenstempel das eigentliche Reich Krishnas ist. Erläuterung: Gokula ist, wie Goloka, nicht eine durch Schöpfung entstandene irdische Region, sondern vielmehr die Entfaltung der unbegrenzten Energie Krishnas und seiner zur Vervielfachung ermächtigten Emanation von ungebundenem Charakter. Baladeva ist der Hauptträger dieser Energie. Das transzendentale Wesen Baladevas hat zwei Aspekte, nämlich die unendliche spirituelle Schöpfung und den unendlichen Raum für die Unterbringung lebloser stofflicher Dinge. Das auf nur einen Viertelkreis beschränkte materielle Universum wird noch an geeigneter Stelle behandelt werden. Die sich auf drei Viertelkreise ausdehnende unendliche transzendentale Region des allmächtigen, klagenfreien, unvergänglichen und unbegreiflichen, grenzenlosen Lichtkranzes ist das Reich absolut spiritueller, majestätischer Blattbildung. Diese höchst majestätische Ausdehnung offenbart den manifestierten, edlen und reichhaltigen Aspekt der weitläufigen, grenzenlosen Region oder größeren Sphäre, die gänzlich jenseits des Bereichs der materiellen Natur erstrahlt und sich am anderen Ufer des Viraja befindet. Umgeben von Strahlenkranz des Brahman, der unterschiedslosen Entität. Fußnote 3: Viraja, der Fluss des Jenseits, der die Trennlinie zwischen der materiellen und der spirituellen Ebene bildet. Diese majestätische Kraft der grenzenlosen spirituellen Natur fließt vom oberen Teil der leuchtenden Sphäre in das unermesslich bezaubernde Gokula bzw. ewig existierende Goloka, das durch die farbenfrohe Entfaltung dieses Lichtkranzes in unbeschreiblicher Schönheit erstrahlt. Manche Weise bezeichnen diese Region als das Reich des Höchsten, das Reich Narayanas, der ursprünglichen Quelle allen Seins. Folglich ist Gokula, das mit Goloka identisch ist, die höchste Ebene aller Existenz. Je nach seiner höheren, in Klammer transzendentalen, oder niederen, in Klammer weltlichen Lage, erstrahlt diese Sphäre entweder als Goloka oder als Gokula. Sri Sanatan Goswami teilt uns in seinem Priyat Bhagavatamrita, das die definitive Essenz aller Lehrbücher darstellt, Folgendes mit: Krishna offenbart seine Spiele hier in diesem Land so, wie er es in Goloka zu tun pflegt. Der Unterschied zwischen den beiden Ebenen liegt nur in ihrer als hoch oder niedrig verstandenen Lage. Hieraus geht demnach hervor, dass Krishna in Goloka genauso auftritt wie im Gokula der irdischen Sphäre. Es besteht praktisch kein Unterschied zwischen Gokula und Goloka, außer dass alles, was in der Form von Goloka im höheren Bereich existiert, in Gokula auf der irdischen Ebene sichtbar wird, wenn Krishna dort seine vielgestaltigen Taten und Spiele zeigt.
Sri Jiva Goswami erörtert das gleiche Thema im Bhagavad Sandarbha, einem seiner sechs Sandarbhas, Abhandlungen, um die Ebene Golokas zu definieren. Vrindavana ist das ewige Reich Krishnas und Goloka und Vrindavana sind identisch. Obwohl beide identisch sind, hat Krishnas unbegreifliche Energie Goloka zum Zenit des spirituellen Reichs gemacht und das Goloka der Provinz Mathura, obgleich es auch eine Manifestation der Dreiviertelkreise umfassenden Vibhuti, der lenkenden Herrlichkeit ist, zu einem Teil der weltlichen Ebene. Mit unserer dürftigen menschlichen Denkkraft können wir unmöglich begreifen, wie das Dreiviertelkreise umfassende Reich, das jenseits des menschlichen Erkennungsvermögens liegt, in diesem nur einen Viertelkreis einnehmenden, begrenzten, niederen, materiellen Universum untergebracht werden kann. Gokula ist aber ein spirituelles Land und deshalb ist seine uns entgegenkommende Lage im Bereich von materiellem Raum und materieller Zeit in keiner Weise eingeschränkt, sondern unbegrenzt manifestiert und zwar mit all seinen grenzenlosen Eigenschaften. Bedingte Seelen neigen jedoch dazu, sich mittels ihrer armseligen Sinne eine materielle Vorstellung von Gokula zu machen, um es auf die Ebene ihres Intellekts herabzuziehen. Obwohl unsere Sicht, wenn wir zur Sonne emporblicken, von einer Wolke behindert sein mag, und obwohl diese winzige Wolke die Sonne selbst niemals wirklich bedecken kann, vermittelt uns unsere getrübte Sicht dennoch den Eindruck, die Sonne sei von der Wolke verdeckt. Ähnlich betrachten die bedingten Seelen, deren Intelligenz, Sinne und Schlussfolgerungen bedeckt sind, Gokula als ein Stück messbares Land. Gokula ist auch von Goloka aus sichtbar, welches ewig ist. Auch das ist ein Mysterium, und wir können die höchste Seligkeit erlangen, wenn wir die Suche nach unserem ewigen Selbst mit Erfolg abgeschlossen haben. Die Entdeckung des wahren Selbst ist von Erfolg gekrönt, wenn der den bedingten Seelen eigene Schleier, grob und feinstofflicher Körper, durch Krishnas unabhängigen Willen entfernt wird. Jedoch scheint Goloka in unseren Augen so lange von Gokula verschieden zu sein, bis wir mit Erfolg unverfälschte Gotteshingabe entwickeln. Die transzendentale Ebene grenzenloser spiritueller Offenbarung, die tausende von lotusähnlichen Blütenblättern und Kronen hat, ist Gokula, das ewige Reich Krishnas.